So Leute, die PCBs sind gekommen. Die packen wir jetzt ganz schnell aus. Ich habe nämlich gleich noch einen Telefoncall, in den ich muss, aber ich halte das jetzt keine Stunde mehr aus. Wir müssen die Packung jetzt aufmachen. Das sieht ja mega cool aus. Und sonst zur Größe, finde ich, ist cool. Finger. Meine Fingergröße ist gut. Ich glaube, auch größere Fingers kommen damit gut klar. So, wir bestücken jetzt mal eine Platine und dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Aber zuerst... Haare aus dem Gesicht. Fertig bestückt, noch ein bisschen sauber machen mit Isoprop und dann mal durchmessen, ob alles geht. Nix wird heiß, das ist schon mal ein gutes erstes Zeichen, würde ich sagen. Kann aber auch heißen, dass einfach nichts verbunden ist. Nichts. Cool. Was tust du, Sabine? Okay. 5 Volt. 5 Volt. 0,5 Volt. Nee, das ist nicht, was sein sollte. Wie soll ich sagen? Irgendwas funktioniert nicht so ganz. Genau, da kommt auch ominöser Quatsch raus. Okay. Ich gehe mal checken, was nicht geht.
sehr wunderhübsche, weiß nicht, ob man sehen kann, wunderhübsche 3,3 Volt, da wo sie hin sollen. Was wir jetzt machen können, wir können jetzt den, wo bin ich? Wir können jetzt den Bootloader flashen. Okay, wir flashen jetzt den Bootloader. Dazu brauchen wir erstmal Strom. Okay, und 4 Pins, die ich hier hinten connecten kann mit meinem Rechner über einen J-Link. Wie nennen sich die? Bootload-Brenn-Dingsi. Und das tun wir jetzt. Ich habe hier den Rest schon mal vorbereitet. Ich habe einen Bootloader von Adafruit genommen, den die für ihr Board nehmen. Der sollte für mir jetzt genauso dienlich sein und in der Zukunft kann man da auch einen eigenen kompilieren. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob es generell funktioniert. Das Kabel ist nicht so lang. Wir gucken mal. Oh Gott. Nee, ja. Was passiert? Wie oft muss ich dann noch Accept drücken? Ja, oh Gott. Seht ihr das? Seht ihr das? Ihr seht das gar nicht. Oh nein, hier. Da. Erkannt worden. Jetzt können wir... Ich habe Software vorbereitet. Gleich noch über Arduino die Software aufspielen. Ich habe das nur an meinem Laptop installiert. Deswegen sind wir jetzt kurz am Laptop. Ich verbinde hier jetzt nochmal Platinchen. Und dann gucken wir mal. Genau, wird erkannt. Schon mal der wichtigste Anfang. Genau, Port wird erkannt. Dann können wir jetzt eigentlich mein Blinky Keyboard Example einfach hochladen und hoffen, dass es funktioniert. Spannung steigt. Ja, CPU Reset klingt gut. Es leuchtet. Es leuchtet. Es leuchtet nicht. Interessant. Cool. 2 gehen schon mal. Der dritte nicht. Also turns out, die Lötstelle war einfach... die Lötstelle am MCU war nicht gut genug. Das mit diesem Jack-Soldering liegt mir nicht... Was heißt liegt mir nicht? Ich habe in beidem nicht viel Übung, ja. Also weder in Hot-Air-Soldering von Hand noch Jack-Soldering. Naja, Übung macht den Meister. Das war auf jeden Fall das Problem. Jetzt können wir nochmal gucken. Ihr seht, die LED leuchtet unterschiedlich farbig und vielleicht seht ihr es auch ganz klein am Laptop. Oder ihr hört es ploppen. Ich kann die Lautstärke verstellen und Mute an- und ausschalten. Das ist doch schon ein ziemlich geiler Proof of Concept und ich bin super happy, dass es funktioniert. Ja, ich dachte, zum Schluss gehen wir vielleicht noch ein bisschen raus. Ist so gutes Wetter, kann man schön genießen momentan. Und ja, momentan aktuell 2 bestückte Platinen, beide funktionieren. Bin super happy damit, dass auch das mit dem Bootloader-Flashen und allem ziemlich reibungslos geklappt hat insgesamt. Aber ihr habt schon gesehen, einmal beim Testmessen kam hinten auf diesen Testkontakten nicht genug Volt an. Und stellt sich raus, ich habe einen Fehler in der Schaltung. Ein Kondensator passt nicht. Den werde ich ändern müssen. Der Rest funktioniert aber einwandfrei. Und ich habe mir schon gedacht, ich hatte eh schon die Vermutung, dass das auf Anhieb nicht ganz alles klappen wird, wäre ja auch irgendwie ein Wunder. Und naja, das gibt mir jetzt aber direkt die Chance, eine zweite Revision zu machen. Und ich dachte, abgesehen davon, dass man diesen Fehler in der Leiterbahn fixen sollte, könnte man halt auch noch voll gut mehr Kontakte hinten rausführen an der Platine, damit man mehr Spaß mit der Platine haben kann. Und ich hatte das auf Twitter gepostet und super viel positives Feedback bekommen. Ganz vielen Leuten hat das gefallen. Deswegen dachte ich, ich mache von der Revision 2 einfach mal, naja, einen größeren Satz als jetzt nur 6 Platinen. Und naja, jetzt muss ich mich halt schweren Herzens entscheiden und wie, wo, was ich das produziere. Und die After Dark Platinen, die schwarzen, die gefallen mir optisch auch ultra gut, weil man halt die Traces so schön sieht. Problem ist, die kann ich schlecht in einer größeren Menge produzieren, ohne dass ich ultra tief in die Tasche greifen muss. Deswegen wird es jetzt ein großer Batch mit den lila Platinen. Die haben ja außerdem noch das nette Feature, dass man so schön durchschauen kann. Ja, also dass die Sternchen so schön halb durchsichtig sind. Und wenn ich dann unten mehr Pins rausführe, kann man die auch schöner beleuchten. Also ich glaube, das ist insgesamt das rundere Paket. Deswegen werde ich jetzt dann einen großen Batzen von der Revision 2 bestellen in den nächsten Tagen.
Und dann können wir so in 2 Wochen oder so, denke ich mal, nochmal ein bisschen löten. Und die restlichen kann ich benutzen, um noch ein bisschen löten zu üben vorher. Okay, ganz zum Schluss noch 2 kleine Sachen. Es war wieder MakerCast, ich war auch dabei. Ich hatte ja schon die Hoffnung, die Platinen da zeigen zu können. Das hat leider nicht ganz geklappt. Aber da linke ich euch das Video auch mal, naja, hier unter das Video. Und dann bin ich in der aktuellen Make-Ausgabe. Jetzt muss ich hier gerade mal blättern, wo das gelandet ist. Da ist er. Mit dem Gentleo. Auch voll schön. Artikel ist auch online, ist ganz kurz, beschreibt eigentlich nur ein bisschen über das Projekt. Wenn ihr meine Videos guckt, kennt ihr das also wahrscheinlich eh schon. Das war's mal wieder von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.